Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Valheim, eine weitere Folge im Live-LP. Mittlerweile heult es hier ganz gut im Dachboden. 3, 5 Wölfe haben wir mittlerweile schon. Und da muss ich auf jeden Fall mal ein Gehege machen für die, das ist sonst ein bisschen viel. In der letzten Folge waren wir auf der Suche nach, nach den restlichen Trophäen. Ich glaube, wir brauchen noch eine oder sowas in der Art, ich muss mal gucken. Ich werde mal ganz kurz hier den versuchen, den Gnom hier wegzumachen. Komm, schlag. Komm. Hau mich. Brauch Power auf meinem Schwert. Und zwar bin ich beim letzten Mal noch nach der Aufnahme hier oben reingelaufen. Hier oben gibt es auf jeden Fall noch ein Lager. Das hat mich zwar auch das Leben gekostet, aber damit muss man halt immer rechnen. Oh, da ist er weggedodged. Oh, hi. Da haben wir noch einen Stachel für Pfeile. Ich habe ein bisschen Obsidian besorgt in den Bergen. Damit wir noch ein bisschen Pfeile machen können. Aber im Moment sind mir die Stacheln ausgegangen. So, jetzt rennen wir mal in die Richtung. Ich mache mir die Map ein bisschen kleiner. Ja, die Richtung stimmt. Aber Stacheln kriegen wir zum Glück genügend hier in der Ebene. Die Scheißviecher sind ja überall. So, hier hinter war noch ein Lager. Da habe ich schon angefangen aufzuräumen, bis mich ein paar von den Kobolden aus dem Leben gerissen haben. Ich gucke jetzt gerade nochmal hier bei der Opferstätte. Ich meine, es sind 5 gewesen. Ich würde mich ganz gerne mal langsam den Boss machen. Jo. 5. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier oben entsprechend die Figuren finde. Bin mir gerade unsicher, wie wir hatten, ob wir 3 oder 4 hatten und ob 2 fehlen oder 1, je nachdem. Das werden wir aber dann sehen. Und hier hinter dem Hügel war auf jeden Fall noch ein Lager, wo wir hoffentlich noch was finden. Und dahinter sind hoffentlich noch ein paar mehr. Manchmal findet man die Figuren auch in der Ebene bei den Schamanen, glaube ich. Die droppen die auch. Wenn ich mich da nicht täusche. So, und hier hat noch ein Teil gelebt, ne? Da hinten ist noch ein Kollege. Die werden wir jetzt mal versuchen anzulocken. Ich will uns hier auf den Stein stellen. Muss ich erstmal ein bisschen Ausdauer regenerieren. Hallo, guten Tag. Ein bisschen Ausdauer regenerieren. Uiui. Boah, der Sterne-Kobalt. Jetzt. Gas. Oh, ich rutsche hier vom Stuhl hin und her. So. Bisschen Abstand gewinnen. Den haben wir. Können wir den eigentlich auch im Nahkampf bekämpfen? Das müsste doch gehen, oder? Ja, geht. Komm. Das funktioniert. Ich glaube, das haben wir im letzten Mal schon festgestellt, oder? Oder waren es die Lochse, die ich bekämpft habe mit dem Schwert? Ne, ich glaube, es waren die Kobolde. Und dieser Kobold-Schamanen. Da sind noch ein paar Stacheln. Hallo. Na komm.
Ey, 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 nicht so viel auf einmal. Jetzt Ausdauer, 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 Ausdauer. Aua. Nicht in den Rücken, ihr Schweine. Zum Glück haben wir den Knochenwanz noch gebufft. Sonst sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Boah. Aber so 4-5 Kobold auf einmal ist auf jeden Fall schon eine Nummer. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mit dem Frostner da so durchgegangen wäre. Also der Frostner zieht auf jeden Fall wesentlich besser an der Ausdauer. Das hätte auch unangenehm enden können. So, mal das Korn nehmen wir natürlich mit. Können wir zur Not noch ein bisschen Brot backen. Und den Lein, noch der brauchen wir nicht wirklich. Ah, das ist noch ein Schamane. Du trägst zu viel. Warte mal, dann packen wir hier mal das Eisen rein. Das können wir am Ende mitnehmen. So. Oh, zwei gleich. Komm, ihr habt eine Trophäe für mich, oder? Habt ihr nicht? Leuchtet er noch? Er leuchtet noch. Wo ist der andere? Noch 1 Minute 20 habe ich auf dem Knochenmanns. Das muss man ausnutzen. Da ist er. So, das Ding holen wir später. Hier ist nichts drin. Das können wir mitnehmen. Oh, hast ich? Habe ich nicht richtig geblockt bei dir, kleinen Kacker? So, komm, hier in dem Haus jetzt ein Trophäe drin. Habe ich jetzt beschlossen. Tja, was ich so alles beschließe. So ein Mist. Das kann doch nicht sein. Ist das so rar? Kann doch nicht sein. Scheiße, ey. Ich hätte jetzt echt gehofft, dieses Lager ist es. Aber jetzt hier x Folgen mit ich suche mir die Trophäen wird auch schwierig. So, irgendwo war das hier, ne? Ups, ups. Gut, wir müssen es in den Truhen lassen. Ich markiere mir am besten mal die Truhe, wo ich das jetzt liegen lasse. Dann müssen wir die eben noch mal absuchen. Beim letzten Mal habe ich ja einen Fehler gemacht, das auf dem Boden liegen zu lassen, das Schwarzmetall. Auch wenn wir es jetzt nicht wirklich brauchen. Ich glaube hier vorne, warte mal, ich war da in die Richtung, genau. Müsste in einer der Truhen müsste liegen. Ich meine hier am Rand. Jo. So, dann machen wir hier eine Markierung hin. Schwermetall. Also, Schwermetall. Da kommen wir, laufen noch mal ein bisschen in die Ebene rein. Vielleicht finden wir noch ein Lager. Gut, ich gucke mich mal ein bisschen in der Ebene um. Und vielleicht habe ich ja Glück und finde noch was. Da sind noch zwei Stachelfiecher. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und vielleicht habe ich ja Glück und sie greifen mich gleichzeitig an. Das haben sie mir ihre Stacheln gelassen. Ja, wie gesagt, ich gucke mich noch ein bisschen um in der Ebene.
Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwie ein Lager finden oder sowas, von dem wir vielleicht noch die restlichen Trophäen kriegen. Also, bis dahin. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Ebene. Ach ja, schwierig. Ich bin hier abgelaufen. Und zwar hier oben war noch ein kleines Lager, leider auch ohne Trophäe. Dann bin ich hier die Küste runtergelaufen, bis hierhin. Und hier unten, dort ist ein Lager. Da habe ich schon einen Teil weggemacht an Gegnern. Aber dann wurde es Nacht und da habe ich hier praktisch in dem Felsen übernächtigt. Da habe ich auch noch eine Kiste drin stehen. Knochenwanst ist wieder bereit. Oh, da ist eine Mück. Wo ist er? So, eben gesehen. Da ist er. Da ist er. Komm her, du. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Lager hier Glück habe und dass ich hier noch eine Trophäe finde. Das sieht relativ groß aus. Ich muss noch mal ein paar anlocken, die hier rumlaufen. Warte mal, ich probiere das erstmal da hinten. Den habe ich getroffen. Hä, was greift das? Was macht das Loks? Was macht das Loks? Was war denn mit Loks los? Loks in Rage. Okay, dann nicht. Dann machen wir das halt so. Komm her. Die kam aber verzögert. Oh, der große Bruder ist wieder da. Oh, der hat aber... Der hat aber gut reingezogen, der erste Pfeil. So, warte mal. Ich werde mal ein bisschen Abstand gewinnen. Nicht die Mama. So. Oh Gott. Himmelarsch. Also ohne den Knochenwanz-Buff bist du auch ganz schnell buff. Ne? Da sind die... Hauen die dir so schnell in den Wanst. So, wir haben jetzt noch 428. Das muss ich ausnutzen. Wir müssen jetzt hier ins Lager rein. Sind immer noch einige. Also wenn da jetzt keine Trophäe dabei ist. Mir noch einen. Da oben steht einer. Der ist auch weg. Ey, ey, ey. Hör mal auf mich zu schießen, du kleiner Kacker. Da ist ja noch so ein Berserker. Hallo. Komm her. Komm, schlag mich. Komm. Ich muss dann am Felsen wegen euch übernächtigen. Das ist auch weg. Ich gehe jetzt hier ran. Aua, das sind zu viele. Und keine Ausdauer. Double Kill. Ja, wenn ich jetzt den Knochenwanz nicht gebufft hätte, dann sähe die Nummer ganz anders aus. Aber mit Knochenwanz hast du doch echt Glück. Was gibt's heute? Das gibt's heute und das gibt's heute. Habt ihr eine Trophäe, Leute? Ich brauche eine Trophäe. Habt ihr nicht sowas rumstehen, ihr kleinen Scheißer? Gut, dann hole ich mir jetzt erstmal den großen.
Komm, du gibst mir eine Trophäe. Gib mir eine Trophäe, los. Da war eine. Da war eine, oder? Da ist eine Trophäe. Yes. Yes, 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 yes. Oh mein Gott. Ihr kleinen Scheißer. Was habt ihr mich jetzt Nerven gekostet, ey? Die Pfeile nehme ich aber alle mit. Die kann ich gut gebrauchen. Oh Mann, ey, GG. Ich habe, also ich meine, ihr kriegt das ja, ihr kriegt ja immer nur die Hälfte mit von dem, was ich hier aufnehme. Wenn ihr mal bei YouTube vorbei, ach, bei YouTube, bei Twitch vorbeiguckt, dann wisst ihr, wie viel Arbeit da teilweise drin steckt für diese Folgen, weil ich wollte jetzt auch nicht die fünfte Folge aufnehmen, indem ich irgendwie nur so ein Lager auseinandernehmen sinnloserweise. So, eine Minute. Eine Minute habe ich noch, da gehen wir jetzt ran. So, der muss auf jeden Fall weg. Ich muss Abstand gewinnen. Abstand, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Nee, brauche ich nicht. Hol ich mir so die Ausdauer. Und du bist wie so ein Trauger, ne? So ein Trauger-Bogenschütze, wenn ich dich gewähren lasse mit deinem scheiß Speer. Eieieiei. Den ganzen Kram, den kriege ich gar nicht mit hier. So, weißt du was? Ich lass die jetzt hier. Wir haben jetzt alle 5 Trophäen. Oder? Wollen wir uns ja nicht weiter um die kleinen Scheißer kümmern. Hier ist sowieso nichts mehr. Da oben sind noch welche in dem Turm. Das lohnt sich alles nicht. Habe ich hier schon durchgeguckt? Das Schwarzmetall lasse ich alles hier. Das ist unnötig. Das, ja, gut, das nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht wirklich. Warte mal, wir gucken nochmal ganz kurz hier in dieses Häuschen rein. Ne, da sind aber meist nur irgendwelche Betten. Oder ich lasse das Gold hier. Ja, dann machen wir uns auf den Rückweg. Da kann ich hier sogar über den Berg gehen, oder? Drachenmutter-Ei. Kann ich auch hier hoch. Hier bei der Grube, da laufe ich gerade hier hoch. Dann ist der Weg kürzer bis nach Hause. Dann lasse ich gerade ein bisschen was hier. Ich habe hier die Kiste noch voll mit Chrom. Ja, das Schwarzmetall kann ich eh nicht transportieren. Dann mache ich hier wieder so eine Schwarzmetallkiste und gut ist. Würde ich sagen. Haben wir uns hier gerade noch eine Markierung? Schwarzmetall. Das kann ich ja später abholen. Dann rennen wir jetzt mal hier hoch in die Grube. Na? Was ist? Du auch noch? Kommst zu spät, die Party ist schon vorbei. Das fiese Lachen von denen. Geil! Endlich haben wir die eine Trophäe bekommen. Das war jetzt echt ein Krampf. Das war wirklich jetzt ein Krampf. Ich meine, das ist jetzt das dritte Lager, glaube ich, was ich auseinandernehmen musste. Damit ich entsprechend die Trophäen kriege. Also drei Lager habe ich vorher leer gemacht, die nichts gebracht haben. Außer ein bisschen Kampf. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich mit dem Schwert bin. Schwert 28. Das ist jetzt nicht so schlecht. Finde ich. Oh, der Erholtbonus ist weg. Das ist nicht gut. Hätte ich mich gerade nochmal ans Feuer setzen sollen. Guck mal, wie langsam sich das hier aufbaut. Kannst du mir noch ein bisschen Fleisch mitgeben? Die nehme ich doch mit für meine Kollegen daheim. Da hoch müssen wir. Jetzt müssen wir mal warten, bis sich das aufbaut. Ach, weißt du was? Kommt zur Feier des Tages. Gibt's einen Ausdauertrank. Ach so, es hat sich gar nicht gelohnt. Ich dachte, es wäre weiter. Was ein Scheiß. Naja. So. Ach, wie schön. Was ein Krampf.
die halbe Insel abgelaufen. Ich dachte, ich müsste noch irgendwie auf eine andere Insel fahren, damit ich noch diese eine Trophäe bekomme. Und jetzt ist es praktisch direkt vor der Tür. Warte mal, nee, wir haben Nacht, komm. Oder beziehungsweise Nacht. Nee, wir haben noch früh. Der Tag hat erst begonnen, wir gehen rüber. Was für ein Sound. Kämpfen sie draußen. Moin Jungs, ich habe euch was mitgebracht. Da habt ihr. Rein, Fresschen. Guten Hunger. Esst ihr auch? Jo. Dürfte, ist weg, ja. War nur viermal Fleisch. So. So, wir haben ja gar kein Eisen mitgenommen. Wir sind ja zurückgeportet. Richtig. Und da ist die Nummer 5. Sehr, sehr nice. So, dann bringe ich mal gerade den Kram rüber. Ich fühle mich... Was? Ich fühle mich ausgeruht. Ich dachte, ich fühle mich gemütlich. Und ich habe hier so eine Kobold-Berserker-Trophäe bekommen. Ich glaube, das ist so, die ich glaube ich zum ersten Mal meine. Wir können ja mal drüben gucken. Wir gucken jetzt hier mal ganz kurz nach dem Mehl. Oh, die Mühle mahlt wirklich nicht gerade schnell. Und dann nehmen wir hier das Mehl mit rüber. Das wollten wir ja beim letzten Mal schon machen. Genau. Ist ja gut. So, da können wir noch ein bisschen braten. Beziehungsweise backen. Und dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir einen Bosskampf. Erstmal durchreparieren. Und mein Schwert hat auch nicht mehr lang gehalten. So, wie sieht denn so ein Kopf aus? Komm mal her. Hier, ich nehme mich mal kurz ab und dann hängen wir mal den hier daran. Alter. Du siehst aber ungemütlich aus. Alter Vater. Der sieht auf jeden Fall mächtig aus. Der muss auf jeden Fall woanders hin, weil da, wo er hängt... Alter, was ein Schädel! Was ein Schädel! Den können wir schön an die Tür hängen drüben. Achso, jetzt hängen wir das Ding erstmal hin hier. So. Den hängen wir drüben an die Tür. Als Mahnmal. So, Nadeln haben wir wirklich ordentlich gesammelt und das Mehl, das können wir, wo haben wir das denn, wo machen wir da? Eigentlich muss hier rein. Passt aber nicht. Machen wir einen Satz hier drüben rein. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Schädel. So, das ganze Gold macht in dem Spielstand keinen Sinn, also weil der Händler hat ja nichts für uns, was wir irgendwie kaufen könnten, was irgendwie gut wäre. Und wir müssen auf jeden Fall, noch ein bisschen Federn sammeln. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil da haben wir eigentlich gar nichts. Also Federn haben wir so gut wie gar keine. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich mal aus dieser Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gell, Odin? Und dann werden wir den letzten Boss machen. Bis dahin. Tschüss.